Jetzt habe ich bei mir noch ein bisschen was drauf. So. Ja. Ha. Nur fast Maximum. Natürlich springt der Kühlschrank rein. Avantgarde. Avantgarde. Genau, le parti pris arrangeant, sagt man. Hallo, ich bin der Mathieu, aka Double Double. Ich spiele Gitarre, Keyboards, Trompete, Schlagzeug, Bass und Mischpult. Das wär's. Welchen Stil bedienst du da mit deiner Musik? Also mit dem Projekt Double Double mache ich Dub, wie es zweimal in der Name steht. Und ja, es handelt sich um so minimalistische
Instrumental am meisten, Reggae Music, so. Und ja, das ist dieses Stil da, der irgendwie, also die Legende sagt, dass dieses Stil durch Zufall entstanden ist, als Durch Zufall. ja, als einer vergessen hat, die Vocalspur einzuschalten beim Mastern, also beim Fertigstellen von einem Song. Und wurde auf dem Soundsystem gespielt und diese Leute sind einfach alle, die fanden das alle geil so. Und dadurch wäre dieses Stil entstanden. So richtig minimalistisch. Das heißt, irgendwie so Reggae-Mucke, ohne Gesang oder nur sporadisch einfach reingefadet und ganz viel Effekten und so Hall und Delays, wie es sich gehört und sowas. Es kam aber erst im Laufe der Zeit, so die ganzen Effektsachen, so das ursprüngliche Ding war wirklich nur quasi der Backing-Track zum Song ohne Gesang. Genau. Weißt du, wann das in etwa war? In 60er. Mit welchem Track? Ach, da ich bin auch nicht so richtig der Paläontologe, weiß ich nicht so richtig ganz genau. Aber bekannt ist, dass der King Tubby, also bekannt danach als King Tubby, es war so ein Tontechniker, der irgendwie diese ganze Suppe da gemacht hat mit Effekten und so. Er hat damit angefangen, so. So ein richtig spacige Sound von einem ganz normalen Reggae-Track rauszukriegen. Und dadurch, also es hat einen riesigen Einfluss gehabt, weil plötzlich ist der künstlerische Anteil von der Tontechniker riesig geworden. Weil plötzlich war der Tontechniker oder der Studio-Ingenieur war ein Musiker auch. Also er hat Mischpult gespielt. Und es hat einfach die Post-Production erfunden, wie man das jetzt versteht. So, das heißt, so eine Band wurde aufgenommen und dann die ganzen Tricks und so, alles was danach nach der Aufnahme gemacht wurde, das ist von diese Leute erfunden worden. Weil sonst früher mal, das war so, dass man einfach gespielt hat und man hat nicht so richtig danach was gemacht. Wenn man wollte, dass der Bass ein bisschen lauter auf der Track war, dann hat man tatsächlich der Bass näher am Mikrofon gemacht. Oder wenn es gab ein Sax-Solo, dann hat der Typ, der Tontechniker, ein Mikrofon genommen und ist zum Saxophon gegangen. Also es war alles vor Ort gemacht. So. Also während der Aufnahme direkt so. Genau. Aber dann kam diese Post-Production-Konzept, der total auf die Spitze getrieben wurde durch diese Dub-Einfluss. Dass Das muss der, sorry, der, wie sagt man, der Ur Vater der Techno-Musik eigentlich. Er muss ja dann schon relativ früh in den 60ern gewesen sein. Also Post-Production kann man in den 60ern auch gerade durch diesen gesamten Psychedelic-Einfluss ja generell in die Musik mit rein, aber. Ich würde Psychedelic mehr in den 70er einordnen, also Spät-60er einordnen, so mit den ganzen. Ja, also ich bin nicht so richtig der Gute, aber die Soft Machine, Pink Floyd und auch die natürlich die Beatles und so, aber die waren nicht die Erste. So, ja, die Wende, 60er, 70er. Aber ich habe, wie gesagt, ich bin nicht der Historiker. Dafür eignet sich so ein Doku oder Dub Echoes, der nur über das Thema so redet, so nur Dub. Also für eine Filmdoku oder? Genau. Thank you.
Fangen wir erstmal so ein bisschen weiter noch vor an, bevor wir zu Double Double konkret kommen. Wie und wo kamst du zu Musik? Also hast du wahrscheinlich nicht so konkret mit Dub angefangen? Nee. Sondern? Ich habe, also als Kind, ich war, was war ich, irgendwie, naja, wenn ich das ein bisschen so, es hat angefangen auf den Schoß meiner Uroma, so, die hat mich gerne vom Klavier, wir haben gerne vom Klavier gesessen und hat mir gesagt, ja, das, guck mal, das ist ein Tonleiter und das ist ein ganz toten Tonleiter, ein ganz, die hat mir so, das ist ein chromatischer Tonleiter. Und ja, dann, sie hat meine Eltern überzeugt, dass ich musste unbedingt Musik machen. Also ich wurde zur Privatklavierunterricht geschickt. Mhm. Dann irgendwann mal, es war wahrscheinlich zu teuer, da kenne ich die Geschichte nicht so richtig, muss meine Mutter fragen. Aber dann, die wollten mich in der Publik, wie sagt man, in der Stadtmusikschule schicken. Hat irgendwie nicht so richtig mit meinem Rugby-Training gepasst. Dann musste ich in bei den Größeren. Und in Frankreich ist es so, dass man muss ein Jahr erstmal Solfège machen. Dann kann man ein Instrument nehmen. Also man muss erstmal sich den Solfège so volle Kanne, ein ganzes Jahr ohne ein Instrument einzufassen. Also ist es wahrscheinlich jetzt nicht mehr so, aber damals war es so. Dann ja, ich musste dieses Solfège-Unterricht mit größere, so, keine Ahnung, wie alt die waren und so. Und das was ist konkret Sol? Solfège, das ist einfach lesen, Musik lesen. So. Ach, hier so Notenlehre. Notenlehre. Und, also ja, es war nicht so richtig mit Theorie, aber mehr so. Es war richtig furchtbar. Wir hatten so ein Buch mit einfach Noten ohne Takt, so einfach Reihe von Noten. Mhm. Und man musste das einfach nur so lesen, so auf Französisch. Do, mi, re, fa, fa, sol, do. Also richtig mechanisch und so, um diese Reflex zu kriegen. Auf jeden Fall, es ging ein bisschen zu schnell für mich. Ich war nur 9 und die waren 15 oder so. Dann habe ich das abgebrochen und fertig ist für eine Weile. Dann bin ich wieder in der Musik. Als ich in fünfte oder sechste Klasse war, durch ein Mythoman, also jemand, der gerne lügt, so. Das heißt, ein Kumpel da, wir haben zusammen Iron Maiden gehört und Guns N' Roses, das war die Zeit. Und sie hat gesagt, ja, ich spiele Gitarre und so, und ich habe so diese Gitarre und so. Wir haben Joe Satriani gehört und so, solche Guitar Hero und Sachen und so. Und ich habe nie seine Gitarre gesehen. Einmal war ich bei ihm zu Hause und er war total im Stress, weil er wusste, dass ich die Gitarre gerne sehen will. Er hat mich irgendwelche Scheiße erzählt, dass ich, also irgendwann, ich habe das dann später festgestellt, eigentlich hat er nie Gitarre gehabt. Auf jeden Fall, durch diesen Typ wollte ich natürlich auch Gitarre spielen. Da habe ich angefangen mit ja auch privatem Unterricht und so. Und dann kam die Nirvana-Welle. Und es war ziemlich einfach zu spielen. Dann hatte ich schon mal in eine Band, wo wir 80% der Nirvana-Repertoire gespielt haben. Also voll. Ja. Also Coverband, so wie man es meistens anfängt. Genau. Die ganze Grunge-Sachen und so. President of the United States of America, diese kennst du, ja? Und ja, und da fängt es an, so richtig mit Bands und so. Da war Gitarre dann, also E-Gitarre. Und dann ging es los, immer böser. Dann fängst du mit einer Metal-Band. Und von Metal wird so richtig so Thrash-Metal und dann von Thrash-Metal wird es Death-Metal und so. Und dann, wenn ich... Also wirst du vom Hören her oder auch selber machen? Alles. Also ich meine, ich habe nie nur eine Richtung Musik gehört. Mhm. Immer mehrere Sachen. Als ich in der Grundschule war, hatte ich meinen Walkman mit Deep Purple drin oder Queen oder solche Sachen. Das von meinem Vater, also ich Kassette von meinem Vater einfach.
Und dann, während ich in diese ganze Grunge- und Metal-Sachen war, habe ich immer weiter Sachen von meinem Vater her, so Blues-Sachen und Jimi Hendrix und Frank Zappa, und ich war nie so richtig fest in so ein Ding. Das haben meine Death-Metal-Band-Kollegen nie verstanden. Ja, warum hörst du so einen Scheiß und so? Die waren alle schwarz angezogen, ich nicht. Ja, also mittlerweile war ich dann 17, als wir richtig so Cannibal Corpse-Sachen gespielt haben und so. Okay. Ziemlich Technik aber es ist auch eine gute Schule. Aber von den Notenlesen und so hatte ich einfach alles vergessen. Ich brauchte das auch nicht. Aber alles vom Gehör gemacht, war immer ziemlich schnell, die Sachen rauszuhören. Ja, dann, das ist eine lange Geschichte. Wir haben Zeit, also. Dann Gymnasium, Abi absolviert, ganz normale Routine. Ich hatte so in Frankreich ist so, man muss wählen. Ich habe Wissenschaftsabitur gemacht, und wenn man Wissenschaftsabitur macht, dann geht man, was irgendwie Technik ist. Und da, wo ich einen Platz gefunden habe, war so eine Elektronikschule. Dann gehe ich in diese Elektronikschule. Nach 3 Monaten dachte ich, ey, ich kann das nicht machen. Das ist nicht, was ich will. Es fing so richtig mit so alles, was mit Strom zu tun hat, und es fängt mit logarithmischer Tabelle, Grafik und so und so. Ja, ich dreh durch, kann das nicht machen. Ich hatte ein. Was zu theoretisch, also zu sehr so, wir zeigen euch jetzt mal, wie man das macht, aber zu wenig Praxis, um Ja, so ein aber bisschen nicht so mal. Spielerisches, oder? Es war das, dass es schwer war, aber. Also ich meine, an der Zeit, das war zu langweilig. Ich meine, ich finde das super interessant jetzt. Obwohl ich kann kein Integral mehr rechnen und so. Aber ich würde schon was interessant darin jetzt finden. Aber damals, das war irgendwie nicht möglich. Ich kannte einen Typ, der in Musikwissenschaft war, in der kleinen Stadt, also der Potsdam von Marseille sozusagen. Also so kleinere, schickere Stadt nebenan mit ganz vielen Unis und so. Ich habe ihn gefragt, ey, wie sieht's aus da? Musikwissenschaft, kann man rein? Er hat mich alles gesagt, ja, also wenn du dahin willst, dann musst du das und das, das machen. Ich habe einfach meinen Plan vorbereitet. Ich wohnte bei meiner Mutter. Meine Mutter nichts gesagt, einfach alles vorbereitet. Dann habe ihr einfach das geliefert, so. So, es sieht so aus. Ich steige aus von der Elektrokacke und ich gehe jetzt in Aix-en-Provence Musikwissenschaft studieren. Das war irgendwie meine Teenage Rebellion Akt, so. Ich mache jetzt Boom. was Künstlerisches. Ja, genau. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich mache, was ich will, ich werde Nudeln mein ganzes Leben essen, es ist nicht schlimm. Ja, da gehe geh ich da, und dann Musikwissenschaft, dann kriegt man, muss man den ganzen Harmonie studieren und so. Das war der Rückkehr von Musiktheorie, also von Lesen und so, aber plötzlich so richtig the hard way, also vierstimmige Harmonie Sachen machen mit drei verschiedenen C-Schlüssel und Bassschlüssel, wenn man seit 10 Jahren keine Noten mehr gelesen hat. Das war ganz schön hardcore. Auch so richtig so mit Melodie raus erkennen aus dem, was da ist, oder nur lernen, wie man das konkret auf einem Instrument spielt. Es Also gab mehrere konntest Sachen. du quasi vom Notenblatt singen, oder? Musste ich langsam. Also wie gesagt, du hast also in Frankreich, in den Curricula ist so, also man hat diese Harmonieübung, das heißt, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Generalbass, diese Sachen. Also entweder du hast die Bassstimme, und dann durch wie es nummeriert ist, also die Notation, du musst dann die Akkorden machen. Oder andersrum, hast du nur die Melodie oben, aber dann musst du selber die Akkorden rausfinden. Dann gab es natürlich Gehörbildung.
Es gab einen Chor, es gab Musikgeschichte und ja, verschiedene. Ich bin ein bisschen, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall das erste Jahr habe ich bin ich durchgefahren. Also es war zu viel auf einmal. Plötzlich wohne ich allein und kann alles machen, was ich will. Und natürlich gäbe es auch ganz viel Unsinn dabei. Aber dann war ich fleißig und ja, das war auch die Zeit, wo ich angefangen Trompete zu spielen habe, weil mittlerweile habe ich also die Brücke zwischen Metal-Sachen und Jazz habe ich irgendwie durch Jazzrock, Mavischen Orchestra, Magma und diese ganzen Sachen und Funk-Sachen, ja, Soft Machine, Jazzrock. Dann bin ich langsam in die Jazz-Schiene gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, ey, Blasinstrument ist geil. Dann dachte ich, Saxophon oder Trompete, Saxophon oder Trompete. Und dann habe ich mitgekriegt, dass meine Tante Trompete spielt. Und sie hat mir einfach gesagt, ja, Blas machen, probier mal. Und ja, ich dachte, ja, warum nicht? Und ich kenne so viele Saxophonisten, warum kein Trompeter, lass uns einfach Trompete spielen. Und dann habe ich angefangen, während der Uni Trompete zu spielen und das hat einfach langsam die Gitarre in den Schatten gebracht. Mehr und mehr Trompeten, richtig viel Zeit daran gebracht. Thank you.
Bin ich zur Jazzschule, eine Privatjazzschule gegangen, 2 Jahre. Mhm. Was lernt man da auf so einer Jazzschule? Eher so improvisieren oder auch so wirklich so klassisches Spielen? Klassisches nicht, also das Repertoire, was als benutzt wird, um das Ganze beizubringen, sind ausschließlich Jazz-Sachen, also Jazz-Standard. Mhm. Weil da drin steckt auch alles. Alles, was funktionelle Harmonie, modale Harmonie und das ist Melodie, ist auch ist sehr, sehr reich eigentlich. Mhm. Das hat mich, also Jazz hatte ich schon ziemlich, also ich hatte das drauf während der Musikwissenschaftsstudium und es hat mir auch ziemlich gut, ziemlich geholfen, um die klassische Harmonie zu verstehen. Das ist natürlich eine andere Sichtweise, aber das, ja, das hilft. Aber in der Jazzschule gab es auch Notenlesen. Mhm. Es gab so Harmonieunterricht, es gab Impro-Unterricht, es gab Rhythmusunterricht, also Klatschen und so. Was gab es noch? Gehörbildung. Natürlich Gruppen. Also Ensemble. Mhm. Und das war eine sehr geile Zeit. Sehr geile Zeit. Ich habe das von der Region bezahlt gekriegt, wie so stipendiummäßig, 2 Jahre lang. Und dann war Schluss. Und dann dachte ich, okay, dann gehe ich wieder in der Uni und dann kriege ich meinen Bachelor. Brauchte nur ein Jahr noch. Dann habe ich meinen Bachelor gekriegt und ja, dann bin ich nach Dänemark gezogen. Wegen einer Frau natürlich. Kopenhagen, da rumgespielt, Pop-Sachen, ein bisschen Jazz und dann Berlin. Und in Berlin weiterhin ein bisschen Jazz, aber habe nicht so richtig mein Loch da gemacht. Also es ist jetzt als Trompeter hauptsächlich. Mhm. Und dann, ich sag ganz viel dann, ne? Hannover, schneide ich es zusammen und mach daraus dann den yeah. Teaser, so dann. Dann kannst du einen eigenen Dub-Track draus machen. während ich in der Jazzschule war, habe ich, es gab so einen Perkussionist da, der mich irgendwie zu Dub sensibilisiert hat. Das ist immer der Percussion-Spieler, der kommt mit Reggae-Sachen und so. Das war halt dem Motto, ich immer was Cooles spiele, nicht immer nur Bum-Chuck, Bum-Chuck. Okay, ja. Und ja, da hat er mich King Tubby gespielt und Sly and Robbie und diese Sachen. Und ich dachte, ey, ist geil. Weil während man sich in der Jazzschule mit ganz viel Virtuosität beschäftigt und so, das ist auch ganz schön so ganz einfache Sachen, 2 Akkorden und so spacige Sachen ein bisschen zu hören.
Ja, und dann in Berlin jetzt wieder 2005 oder 2006 treffe ich mich mit Joff, der Gitarrist jetzt von Brasswood and Wires, das ist eine Dubband, wo ich auch ziemlich aktiv bin. Und wir haben uns getroffen, ja, und in ein anderes Projekt irgendwie, ja, ich habe als Trompeter in so einer Reggae-Band gespielt und, also Geoff ist Franzose, und dann haben wir uns natürlich befreundet und irgendwann mal kam das Thema, ey, lass uns eine Dub-Band machen. Ich dachte, ja, geil, ich höre so gern Dub, ich will das auch machen. Und da entstand Brasswood and Wires und da bin ich langsam mehr auf die Reggae-Schiene und Jazz ein bisschen weniger. Und jetzt habe ich alle Projekte, die ich habe, die haben alle mit Dub zu tun. Also Brasswood & Wires erstmal. Dann habe ich Victor Rice entdeckt, dieser Typ da, der. Das ist der Produzent, der Dub Side of the Moon gemacht hat. Okay. Kennst du das? Sagt mir nichts. Also Dark Side of the Moon von Pink Floyd auf Dub. Okay. Die Platte eignet sich total von alle, also tempomäßig und so, es ist einfach perfekt dafür. Und ja, ich habe die Videos von dieser Typ gesehen, wo man sieht nur seine Finger, wo man sieht seinen Finger auf dem Mischpult, wie er die Sachen mischt und so. Nach einer Minute hat man verstanden, ah, okay, der Fader ist Schlagzeug, der Fader ist Bass und so, und dachte, wow, geil, ich kann das auch machen. Also es waren die Originalspuren von Pink Floyd oder Nee, nee, mit nee, die der. haben das alles nachgespielt, aber er Okay. macht das für ganz viele Bands eigentlich. Und ja, diese Prinzip, da, dieses Konzept hat mir total gefallen und ich hatte die Technik und Möglichkeit, das zu machen. Dann habe ich das probiert und das war sowas von, wie sagt man, ansteckend und wie sagt man, addictive. Wie heißt das auf Deutsch? Süchtig machend. Ja. Es gibt kein Substantiv dafür. Es ist einfach so ein geklebt von zwei Wörtern. Ja, und da. Dann ja Brain Theft auch dazu. Da, das ist mehr so richtig so böse Dark. Da kommt, also Dubstep, da kommt meine Metal-Seite wieder zurecht. So. Spielst du da auch Trompete oder Nee, da Gitarre? spiele ich Keyboards. Also Trompete auch ab und zu. Aber meistens so, ja, so Synths und ja. Und jetzt bin ich da. Jetzt diese Back to the Future. Können wir mal ein paar Bandnamen springen lassen, also die so im Laufe deiner doch relativ langen Karriere da, in Anführungszeichen, Ein bisschen Name-Dropping. quasi, also so, in welchen Bands du schon gespielt hast. Also so, die erste Garage-Band da hieß Schizophrenia. Dann die Death Metal Band hieß Katalepsia, alles mit A, so. Und die war richtig gut eigentlich. Der Gitarrist, also der andere Gitarrist, der mehr der Lead-Gitarrist war, also waren beide Lead, aber der war eigentlich richtig so Gitarrio-mäßig, hat mich hier auf Facebook gefunden und gesagt, ja, ich bin dabei, die Sachen wieder aufzunehmen und so. Willst du deine Solos so wieder drauf spielen? Geil, ey. So, er hat mich die Spur geschickt und ich habe so angefangen, das wieder aufzunehmen. Das war echt, echt krass. So, danach die Bands. In Dänemark habe ich mit Jean-Paul gespielt. Das ist auch ein Franzose, der mittlerweile auch auf The Voice of Denmark unterwegs war und so. Okay. Es war Pop, aber ziemlich cool eigentlich. So. Stevie Wonder-mäßig, so. War schön. In Berlin. Was gab es in Berlin? Es gab so mit Jazzstepper. Jazzstepper sind fast die erste, die live, also Dubstep mit Live-Instrument gemacht haben. Da war ich bei der Gründung am Start. Wann war das so in etwa? Das war 2008 oder 2007. Warst du in der Anfangsphase von Dubstep oder gab es da Dubstep schon ein bisschen länger? Das war. Also ich glaube, in London war Dubstep schon
schon am Kommen. Deswegen ist diese Projekt entstanden, weil es war in Deutschland noch nicht so. Es war richtig so ein London-Ding. Mhm. Für Insider, also für. Ja, damals in Berlin, das war total neu. Was gab's sonst für Bands, Mann? Ich habe mal für Kaisers Orchestra da Bläser aufgenommen. Mit Alex Cosmidi so ein Jazz-Gitarrist gespielt. Mhm. Naja, ich habe auch, also als, wenn man Bläser spielt, dann ist man ganz schnell als Sub in eine Band und der andere, es geht ganz schnell so. Wenn, ich meine, es gibt nicht tausend Trompeter. Mhm. Und Berlin Boom Orchestra habe ich auch ausgeholfen. Boah, ich habe jetzt irgendwie nicht mehr die Liste im Kopf. Foo Fighters and One Roots. Das ist blöd. Ich muss jedes Mal, wenn ich ein CV schreibe, dann muss ich stundenlang sitzen. Was war denn da? Das Referenzen aufschreiben dauert länger, als die CD zu produzieren. Mit Alligator habe ich auch ein Jahr lang gespielt, so. Das ist der Balafon-Spieler aus Elfenbeinküste. So ein krasser Virtuos, der Balafon, weißt du, was das ist? So? Nicht wirklich. Diese afrikanische Xylophon. Also, du hast Xylophon, das heißt so Holz Klinken, so, wenn ich sagen darf. So, und unten sind Kalebassen, also Gurken. Mhm. Als Resonanzkörper. Und das klingt so sehr, sehr speziell. Und er hat so, in Afrika, am meisten sind die nicht so wie bei uns temperiert. Das heißt, dass du alle meine Hähnchen kannst du nicht draufkriegen. Mhm. Aber der hat so einen Balafon, der temperiert ist, also weiße Tasten von Klavier so, sozusagen. Mhm. Und dann spielt er ganz viel mit Jazz-Sachen und so. Und die Band war so ein Quintett. Schlagzeug, Bass, Balafon, Sax, Trompete. Und es war ziemlich cool, diese Zeit. So richtig afrikanische Musik so. Thank you.
Gut, kommen wir konkret zu Double Double. Hat er quasi jetzt Nebenprojekt angefangen? Wann war das so? Oder? Vor 2 Jahren. Also 2011. Ja, oder 10 oder sowas. Ein Sommer. Wie kam es dazu? Also war es so dieser Punkt, von dem du vorhin schon erzählt hattest, so Ja, diese Offenbarung. Man ja. kann auch mal ein Mischpult als Instrument benutzen. Genau. Also natürlich, wenn man eine Dub-Band macht, so wie Brass and Wires, dann weiß man Bescheid, was Dub ist. Und das Projekt von Brass and Wires war eigentlich was ein Dub-Ingenieur auf dem Mischpult macht, mit einer Liveband zu machen. Aber schnell habe ich mitgekriegt, dass es nicht so richtig möglich ist, der gleiche Sound zu kriegen. Also Effekte und so kann man schon machen. Aber diese typische Sound von gemischt, so kann man nicht so richtig mit einer Band machen. Und dann wollte ich das einfach mal probieren und habe ein bisschen geguckt, was es gibt. Und da habe ich diese Victor Rice gesehen und da hatte ich so richtig Bock. Also er macht das auf der Bühne auch mit Bandmaschinen. So weit bin ich nicht, ich besitze keine Bandmaschine. Hey, Dinger sind noch relativ schwierig zu benutzen. Ja, und schwer zu transportieren und man muss es so richtig, wie sagt man, pflegen und es kann relativ teuer werden langsam. Und die Tapes sind auch nicht so super billig. Aber es klingt geil. Kann man nichts dagegen. Und wenn man fliegen muss, dann ist nicht so gut. Das ist schweinschwer. Mindestens, also ich weiß nicht, der Tascam da 20 Kilo mindestens. Nur das Gerät an sich. Das heißt, da kommen dann noch die ganzen einzelnen Spulen auch noch mit drauf. Ja, und also nee, es sind eigentlich Tapes, wo die Spuren drauf sind, also Multiband-Tapes, du hast 8 Spuren auf ein Tape, so. Aber dann hast du die Effekten, die dazu kommen, so und die Kabel und ja, das kann ziemlich sperrig werden. Und ja, ich mache das jetzt so, dass ich spiele ich nehme alles auf. Und dann exportiere die verschiedenen Spuren und macht so dann der Computer spielt die 8 Spuren, ich schmeiß das in der Mischpult. Und ja, ich habe das so geordnet, dass naja, ich habe meine Ordnung da. Und für jede Fader ist ein anderes Instrument. Und dazu kommen die Effekten als Aux-Wege. Die Effekte sind am meisten Hall, Phaser, Federhall und Delay hauptsächlich. Manchmal habe ich auch so ein Dub Siren oder so und das war es eigentlich. Und der Prinzip ist, ich arrangiere die Sachen neu jedes Mal. Einfach. Also on the fly, Ja, aus dem Gefühl ich heraus. entscheide, wer kommt rein, wer kommt raus, wer kriegt ein Delay jetzt und Stellt sich da so ein bisschen so auch ein paar Sachen raus, die immer wieder auftauchen? Oder ist es wirklich so, von Grund auf fängst du es wieder von vorne an? Natürlich, es gibt Sachen, die funktionieren gut und ich werde versuchen, die nochmal zu machen. Aber der Song spielt durch. Das heißt, dass ich habe keinen Einfluss auf der Struktur, Grundstruktur. Ich meine, die Strophe oder Refrain werden immer an derselben Stelle kommen. Und das muss ich irgendwie wissen. Obwohl es ist nicht unbedingt zu merken, weil gerade der Instrument, der die Melodie spielt, gerade nicht zu hören, weil ich das gemutet habe oder so. Dann muss ich ziemlich, also die Tracks richtig gut kennen.
Also der ein Song wird, wenn der ein Song dauert 5 Minuten und 20 Sekunden, das wird jedes Mal 5 Minuten und 20 Sekunden. Das Einzige, wo ich Einfluss habe, ist, welcher Instrument wann rein und rauskommt. Wobei man rein theoretisch ja wahrscheinlich auch komplette Stücke live zusammenbauen könnte. Man bräuchte nur entsprechend viele Versatzstücke, um halt auch die Strophen und die Refrains spontan zusammenbauen zu Ja, können. ich könnte das auch machen, aber plötzlich wäre ich ein bisschen weiter weg von das originale Dubben. Ich könnte natürlich heutzutage live-taugliche Software und entsprechende Controller, das kann man richtig so. Ich könnte die Strophe als Loop haben und das loopen lassen, solange ich will, und dann jetzt die Strophe, der Refrain feiern, aber nee, ich will das altmodisch machen. Ja, und die Gitarre zum Beispiel spielt kilometerweise kling, 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 kling die ganze Zeit. Ich nehme das so auf, dass es danach gedubbt wird. Also, ja, ich spiele die Gitarre durch, ich spiele eine Orgel durch, ich spiele einen Bass durch, und dass ich Stoff habe für danach. Es gibt keine Stelle, wo in der Aufnahme, also auf der Audiospur, die Gitarre aufhört. Wenn es aufhören muss, dann muss ich das selber machen. So, das ist das Prinzip. Also quasi so eine Mischung aus Komponieren, Produzieren und Genau. Und von Performen. dieser Zeit, von dieser Dub-Zeit, hat angefangen die Definition von produzieren, Produzent, arrangieren, und also diese ganzen Wörter haben eine andere Bedeutung jetzt als damals so. Zu der Zeit waren Tontechniker doch eher so irgendwie, wir bauen Mikros richtig auf und machen das ein bisschen organisatorisch so, dass es ordentlich Ja. klingt. Aber ich meine, bis ich also profimäßig in der Musikwelt unterwegs war, wusste ich nicht so richtig, was das Wort Produzent ist. Ich hatte irgendwie, für mich war irgendwie so ein Business-Typ von der Musikindustrie keine Ahnung, was eigentlich Produzent ist, so. Das ist so, hängt so ein bisschen auch vom Medium ab. Also beim Film beispielsweise ist ein Produzent was anderes als bei Musik Ja, beispielsweise. aber Und da deswegen haut man ist. das gerne mal durcheinander. Aber diese Wörter sind irgendwie nicht so klar. Ich meine, früher mal, das war so, dass es gab der Komponist, wenn der Komponist orchestrieren kann, hat er das auch so geschrieben. Sonst der Komponist hat nur das Lied geschrieben, und wo das orchestriert, arrangiert von anderen Leuten. Aber heutzutage ist alles in eine Kiste, und mit dieser Dub und diese Post-Production-Revolution da war plötzlich der Ingenieur war plötzlich der Mittelpunkt von der ganzen Produktionsprozess. So. Das ist ziemlich krass eigentlich. Und also ich unterrichte in so eine Weiterbildung, also in eine Sounddesign-Schule, und manchmal stelle ich fest, dass es ganz schön schwer so mit diesen Wörtern. Also wenn ich Arrangement-Unterricht gebe, und dann erstmal brauche ich ganz viel Zeit, um zu erklären, was eigentlich das Wort Arrangement bedeutet, weil es macht nicht so richtig viel mehr Sinn für Leute, die mit Computermusik unterwegs sind. Arrangement ist mehr was für Orchestermusik oder für Big Band oder für Ensemble, für Band, für eine Band oder sowas. Achso, und dann musst du jetzt erklären, so dass Arrangement durchaus auch auf elektronische Musik auch mit anwendbar ist, wenn auch mit anderen grundlegenden Ansätzen, oder? Naja, wenn du vor deinem Computer bist und du machst elektronische Musik, am meisten hast du mehrere Hütte, sagt man? Hut, Plural, Mehrzahl? Hüte? Ja, Hütte? Hüte? Du bist gleichzeitig in derselben Moment der Komponist, der Arrangeur, und was soll ich denn? Ja, also der Komponist und der Arrangeur. Also
Du hast so viele, ich meine, du brauchst nicht Partituren machen, dass es dann gespielt wird oder so. Es ist alles auf einmal. Es ist ziemlich krass, wie die Sachen sich geändert haben. Und auch jetzt, wenn dazu noch, dass es jetzt fast kein Musiklabel mehr gebraucht wird, dann ist der Künstler sein eigener Verlag und so. Und es ist eigentlich, alles wird reduziert auf ein Gerät, eine Person. Es, ja, sind die Zeit. Früher war besser, ey. Früher konnten man noch Leute zusammenscheißen, wenn die Platte sie nicht verkauft Ja. hat. Ja, früher war auch ein Typ, der nur da war, um die Partituren zu kopieren. Also ein Kopist. Heutzutage hast du Software dafür, so einfach drücken, Kaffee trinken gehen, dann kommst du wieder, hast du die Partituren für dein ganzes Sinfonieorchester. Heutzutage nimmt man einfach eher ein iPad und dann wird dann darauf wirklich umgeblättert. Ja, Und ich denke, als ich es stimmt. erstmal gesehen hatte, dachte ich so, okay, ihr spielt klassische Musik und habt so einen Hightech-Schnickschnack jetzt so vor euch dann zu stehen. Die können sogar einen Prompter haben, so wie bei wie sagt man, Vertonung Mann, wie heißt das? Bei so Fernsehsendungen, wenn der Moderator was sagt, oder? Ja, oder wenn die deutsche Fassung von einem Ami-Film gemacht wird, wer heißt das noch? Untertitel? Nee, so Oder die Synchronisation? Synchronisation, die haben auch so Prompter-mäßig, so der Text geht durch und dann in der Mitte ist das, was du gerade sagen musst, an dem Moment so. Das kann man heutzutage machen, ne? Mit iPads und so. Thank you.
hatten ja schon ein bisschen jetzt drüber geredet, wie du konkret bei Double Double vorgehst. Also wie du die Tracks halt produzierst. Mhm. Welche Instrumente spielst du da eigentlich? Also du hast ja da Schlagzeug, Trompete wahrscheinlich auch wieder. Also Schlagzeug ist ist das letzte Instrument, was ich jetzt gerade angefangen habe. Bis jetzt hatte ich nur alles außer Schlagzeug. Also Schlagzeug habe ich irgendwie mit Computer gemacht. Mhm. Aber jetzt kann ich das machen. Ich habe auch so ein Set jetzt. Gut. Und für Reggae, also ich meine, ist ja... Ich würde nicht sagen, dass es einfach ist, Reggae auf dem Schlagzeug zu spielen, weil es gibt gewisse Groove. Also man muss es schon grooven lassen. Mhm. Aber es ist einfacher als Death Metal Schlagzeug, offensichtlich. Ja, Blast Beat, so. Dann ja, spiele ich die Gitarre, Bass, Keyboards, also am meisten sind Orgel, Klavier, manchmal Klavinett, mhm. Rhodes. Ja, Trompete und Posaune gelegentlich auch. Und verschiedene Percussion. Also alles, was drauf. Also meine eigenen Tracks spiele ich alles drauf. Nacheinander selber aufnehmen. Mhm. Also das ist noch krasser, dass mich der Musiker und der Ingenieur gleichzeitig. Ja. Hast du konkret dann schon eine Idee oder fängst du, guck ich bei Null an und mal schauen, was bei rumkommt? Ich muss dann am meisten fange ich mit irgendwie mich ein paar Akkorde zu wählen, so oder manchmal ist es so, dass ich laufe in der Straße und dann habe ich irgendwie einen Basslauf im Kopf. Mhm. Dann entweder habe ich ein Aufnahmegerät dabei, wenn das sozusagen mit Telefon, es geht einfach, oder habe ich nichts und dann muss ich das weiterlaufen, bis ich das aufnehmen kann, oder ich schreibe das auf Papier oder so. Und dann wird die Melodie drauf gefunden, wenn überhaupt, am meisten gibt es eine Melodie doch. Aber singen tue ich nicht. Hm. Also, ich könnte, aber irgendwie habe ich mich noch nicht getraut. Und ja, so entstehen die Sachen. Und du benutzt hauptsächlich wirklich auch die Sachen, die du selbst gespielt hast oder... Obwohl, Drums hast du, glaube ich, wenn ich mich erinnere, auch von jemand anderem mal einspielen lassen. Als ich mich noch nicht getraut hatte, Drums zu spielen, ja. Ich meine, ich kann alles spielen. Es gibt Leute, die das besser machen. Und manchmal sage ich, ey, willst du mich nicht so den Gitarrepart da machen? Obwohl, Gitarre mache ich okay. Aber Bass oder so... Leute, die ein bisschen besser grooven, oder weil das der eigene Instrument so, lasse ich das wieder aufnehmen. Oder manchmal habe ich einen Track gemacht, wo der Bass eigentlich Sinti war und musste nicht so sein, dann habe ich dann gefragt, dass jemand der Bass spielt. Solche Sachen. Und Posaunen kann ich ein bisschen spielen, aber nicht so gut. Manchmal frage ich, Saxophon kann ich nicht zum Beispiel, also manchmal habe ich auch aus Hilfe. Aber grundsätzlich bin ich auch autonom so. Und das, wie gesagt, spielst du auch live. Machst du es häufig? Als Double-Double auftreten? Was heißt häufig? In letzter Zeit habe ich ein bisschen weniger gemacht. Die andere Projekte waren ziemlich... also ich hatte viel zu tun mit Brass and Wires Aufnahme, mit Brain Theft auch Aufnahmen und neue Repertoire machen und mit JBC Orchestra. Also ich habe ein bisschen Double-Double zur Seite gelegt, so, weil ich schaffe das sonst nicht. Also zeitmäßig ist
Mit Arbeit, mit Kind und das ist schwer. Also man kann nicht alles gleichzeitig machen. Aber letzte Zeit fängt es wieder an. Da kommt die Saison auch. Und öfter mal ist es so, dass wenn wir spielen mit Braindeath und Brunson Wales, wird Double Double dazu gebucht. Hast du da einen Support Act oder? Genau, oder danach. Was ziemlich praktisch ist für die Veranstalter, weil es ist also es ist eine Person weniger zu fahren. Also. Und das Material kann auf der Bühne bleiben und dann gibt es einen zweiten Akt und es funktioniert gut. Aber wie gesagt, also seitdem ich die letzte Periode ein bisschen so Double Double runtergesetzt habe, dann ist dieses Jahr bookingmäßig nicht so richtig nach vorne. Aber es gibt so Studioarbeit mit, also es gibt so ein Label aus Hamburg, das heißt IRI-ITES. Und die haben jetzt ein Projekt mit so einem französischer Opernsänger, so klassischer Sänger. Und dieser Typ heißt Uli. Und Ulis Projekt war, Reggae-Musik mit klassischem Gesang zu mischen. Okay. Und da wurde ich beauftragt, so ein Stück zu machen. Und das hat eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Das war richtig cool. Wie muss man sich das dann konkret vorstellen? Also ist dann. Dub-Mucke mit einem Typ, der drauf klassisch singt. Also was am meisten, also was ich gemacht habe für diese Track ist, ich habe so einen gregorianischen Gesang genommen. Was vor den Inhalt eigentlich, also gregorianischer Gesang ist Modalmusik. Also es wie kann ich das sagen? Wie kann ich Modal erklären? Naja, ihr weißt alle, was gregorianischer Gesang ist, oder? Das Also du ist. das, was man unter so New Age Zeugs versteht, in erster Instanz. Naja, nee, also Nur halt ohne wann war Technik. das? Es war 10. 10. Jahrhundert oder so oder 11. Jahrhundert schon, was irgendwie in den Kirchen gesungen wird, einstimmig von mehrere, also man stellt sich vor, Mönche, die das singen, irgendwie so auf Latein. Also keine Akkorde, keine Harmonie, nur so melodiemäßig. So. Und ja, alles Liturgie, also nur religiöse Texten und so. Also ich habe das als Grundlage genommen, weil es sich total einigt eignet für Reggae-Mucke, weil Reggae ist auch am meisten Modalmusik. Das heißt, es gibt keine Funktion, keine es, also Reggae klingt nicht wie Mozart so sozusagen. Es sind zwei Akkorden. Es ist irgendwie näher von indischer Musik als von Mozart sozusagen. Es ist Modalmusik. Ich könnte das ohne Technik Kram nicht erklären, so für die Zuhörer. Und ja, also diese Menschen Gesang und Reggae drunter. Und das ist eine sehr geile Mischung, weil eigentlich, wenn man also Reggae so richtig so Rasta-Reggae hört. Die Texten sind nichts anderes als Gloria in Excelsis Deo oder solche Sachen, so Texten, die irgendwie Gott glorifieren, aber auf so Rasta, so Jah Rastafari ist genau dasselbe. Also das ist eine ziemlich gute Botschaft, diese Projekte von der Uli, finde ich, weil es ist so eine friedliche Botschaft. Alle
lass uns alle zusammen was machen. Also so irgendwie lateinliturgische Text auf Reggae-Musik ist geil. Und das hat richtig Spaß gemacht und es funktioniert wunderbar. Es ist nur die Leute, die richtig wie sagt man, Extremist-Reggae-Leute würden das hassen. Die Leute, die Extremist-klassisch unterwegs sind, würden das hassen. Aber es ist eigentlich eine gute Sache, warum nicht? Und das hast du jetzt auch als unter dem Namen Double Double gemacht, oder? Ja. Das steht schon fest, wann das rauskommt. Der Track, was ich gemacht habe, ist gerade fertig gemastert worden. Ich weiß nicht, wann es rauskommt. Aber es gibt schon einen Single von anderer Produzent. Das heißt Pax. Also der Projekt heißt Audio Art. Also Audio Art Kunst. Und ja, der Single Pax ist auch ziemlich fett geworden. Ist schon raus als 7-Inch. Und es sollte ein EP kommen mit also von alle Produzenten, von alle Tracks. Es gibt so Dubmatics drauf, es gibt Aldub, so ziemlich fette Namen in der Dub-Welt. Ja, ich hab jetzt nur meine Arbeit gemacht und ich weiß nicht, was noch passiert. Aber hat Spaß gemacht.
Ja, vorhin hat es ja schon mal erwähnt, so dass du dich nur von Nudeln ernähren möchtest als Musiker. Wahrscheinlich kannst du da halt von Musik konkret dich jetzt nicht so extrem über Wasser halten, dass du jetzt sagen könntest, ich bin jetzt der große Weltstar oder so, keine Ahnung, also kann mir eine Luxusvilla leisten oder so. Wie verdienst du dann einfach deinen Lebensunterhalt, um halt, Unterricht. also konkret jetzt Musik oder auch? Musikunterricht und also Computermusik auch. Also Musikunterricht gibt es. Ich mache Gitarre und Trompete. Und dann bin ich in so eine Weiterbildung für Sounddesign in Berlin als Lehrer unterwegs, so für Computermusik-Sachen. Also Und wirklich so lernen, wie man mit einem Synthesizer umgeht. ja, sowas. Bestimmte Software und so, die man hier nicht nennen wollen und sowas. Ja, ohne das wäre nicht möglich. Also Freelance-Arbeit natürlich dann, aber mit Konzerten wäre das nicht machbar. Ohne Stütze oder so. Also ich kenne Leute, die davon leben, aber die haben dann ihren Lebensstil so richtig runtergedreht, dass es irgendwie funktioniert. Und alles, was Einnahmen von Verwaltungsgesellschaft und so, kann man als Nische-Musiker, also nicht Mainstream, kann man vergessen. Also halt wie GEMA oder Ja, so. das ist was mich hier in der Zeit so richtig ärgert, ey. Und ich hab endlich mal kapiert, wie das richtig funktioniert, das ganze System so. Und das Ganze ist einfach das sogenannte Bohlensteuer, weißt du? Das ist nur, ich kenne die Zahlen nicht, aber das nur diese, dass so viele Leute die GEMA bezahlen und alles, was von der GEMA kassiert wird, minus Betriebskosten natürlich, ist weiter verschüttet zu 5% von den Mitgliedern. Also wie ich es mal gehört habe, wurde so gemessen, irgendwie, ich glaube, 40 Radiostationen oder so in ganz Deutschland, und da werden halt so, wird halt so, was da läuft, dann gewertet, so frei nach dem Ja. Motto, das wird erfasst und dann so, okay, das ist die Musik, die regelmäßig kommt und die Ja. regelmäßig gehört wird, und dann wird es darauf dann verteilt und der Rest so ein bisschen so, naja, ihr kriegt auch mal was. Naja, das Ding ist, das ist ein Verein und es gibt normale Mitglieder und außerordentliche Mitglieder. Und um außerordentliches Mitglied zu werden, muss man ganz viel gespielt sein. Das heißt, das sind nur sehr erfolgreiche Komponisten. Oder Leute, die Mainstream-Musik machen, die einfach die ganze Zeit rotieren auf Radio, die eigentlich einen guten Anteil kriegen. Also wenn man außerordentliches Mitglied ist, dann kriegt man ein andere wie sagt man, man kassiert viel mehr als die Kleinen. Also es geht nicht nur um Radio, es geht um Konzert auch. Also wenn eine Band ihre Lieder als egal welche Verwaltungsgesellschaft wie sagt man wenn man Mitglied von der GEMA ist und die Lieder von der Band in der GEMA registriert sind, dann jedes Mal, dass man ein Konzert spielt, dann wird es eigentlich es ist eine Einnahmequelle oder so. Es gibt auch ja, Radio hauptsächlich. Was gibt's noch? Naja, auf jeden Fall, wir wollen nicht den GEMA-Unterricht machen. Ich bin sowieso nicht der Richtige dafür, aber es ist nicht normal, finde ich, dass erstmal, dass es ein Monopol ist. De facto einfach Monopol. Es gibt kein andere. Und dass man, wenn man einmal, also wenn man in der GEMA eintritt, dann darf man
eigentlich seine Musik nicht schenken. Also das ist untersagt. Also es gibt irgendwie Möglichkeiten, die man so Sachen macht, wie irgendwie digitale Verwertung oder so, das soll die GEMA nicht machen, dann darf man das wohl online verschenken, aber halt so dann, spätestens wenn man irgendwo dann live auf der Straße auftritt, müsste man dann an sich schon wieder GEMA zahlen, selber als Band. Die sind die Piraten, die sind die verdammten Piraten. Das sind, also ich stelle mir das vor, wie der Musiker so in eine Kuh, der die GEMA melkt so runter. Und was sie melkt, geht ein Großteil zu die große Kühe, so die richtig große Kühe. Und für die kleinere Kühe, dann wird mit der Spritze ein bisschen Milch wieder rein in den Mund gespritzt. So. Aber das ist einfach, es ist irgendwie nicht normal. Und diese große Maschine da laufen zu lassen, also ich weiß nicht, wie viele die sind da in der GEMA, Mitarbeiter und so, wie viel sind die Betriebskosten, wie viel der Chef der GEMA kassiert jeden Monat, will ich auch nicht wissen, weil sonst werde ich richtig sauer. Aber das ist auch so ein Ding. So. Und in Frankreich ist es noch schlimmer, weil in Frankreich sind noch mehr Mitarbeiter und so. Und ich weiß nicht, in manchen Ländern haben die Verwertungsgesellschaften wenigstens es gelernt, mit Creative Commons umzugehen. Also ich glaube, in Dänemark können sie... In Frankreich, die haben ein Abkommen. Aber ich habe mich da schlau gemacht. Ich habe die angerufen. Und natürlich wollen die nicht ihre Monopol gefährden. Also es gibt Möglichkeiten für ein SACEM, also es gibt französische GEMA, für ein SACEM-Mitglied Sachen in Creative Commons zu machen, aber nur unkommerziell im größten Sinn des Wortes. Das heißt, dass egal welcher Austausch von Geld, also wenn man in der SACEM ist und man macht ein Stück Creative Commons, kann man auf die Einnahmen über dieses Stück verzichten. Das ist das Ding. Also für Werbezwecke oder so. Ausnahmemäßig. Aber sonst, also die haben natürlich versucht, dass diese Abkommen da, diese Toleranz von Creative Commons als Sieg für die Creative Commons Leute ist, aber eigentlich das Gegenteil. Dass das Creative Commons wird in das alte Urheberrecht reingefressen, so langsam. Deswegen sind Leute unterwegs, jetzt diese C3S Modell zu machen. Da kenne ich mich gar nicht aus. Aber es gibt Leute, die daran arbeiten, eine richtige Alternative, seriöse, also ernste Alternative zu heutiger Urheberrecht. Weil, ich meine, mit Creative Commons ist ja gut, aber die haben nicht die GEMA-Maschinerie, um die ganze Verwaltung mit den kommerziellen Sachen zu machen. Um zu wissen, wo, wie es gespielt wurde. Es gibt auch keine rechtliche Unterstützung, wenn irgendwelche Rechte von der CC-Lizenz verletzt werden, dann die helfen nicht weiter. Die machen keine Rechtberatung. Aber die wollen die Idee von Austausch und Kultur und als Allgemeingut irgendwie nach vorne bringen. Das ist schon mal ein sehr geil, was die da gemacht haben. Aber gegen Lobbygeil Stadtmonopol von, das kann man nicht machen. Und die GEMA untersagt total so das mit Creative Commons. Es ist nicht wie mit der SACEM in Frankreich, dass okay, wenn du das unkommerziell machst, dann warum nicht? Der GEMA ist einfach aus. Und die gehen davon aus, dass überall alle Mucke sind einfach, die gespielt werden im Club
Überall sind alle, ist alles GEMA-Musik. Also alle müssen müssen bezahlen, egal wie. Es lohnt sich nicht mal für einen Clubbetreiber, GEMA-freie Musik zu spielen, weil die sowieso einen Pauschalbetrag bezahlen müssten. Es würde schon gehen, aber es ist so viel Aufwand, weil jemand einfach dann sagt so, nö, wir gehen jetzt davon aus, dass. Ja. Na, irgendwie, vor kurzem habe ich gehört, so, dass es ein paar Leute gibt, die schon eine Weile dran arbeiten, eine eigene Verwertungsgesellschaft zu gründen, die halt mit Creative Commons arbeitet. Ich weiß nicht, ob es das auch das. C3S. Okay. Also das ist auch wirklich auch das, was aus Deutschland ist jetzt, oder? Ja. So Okay, richtig müssen. Aktivisten-Typen, die richtig dahinter stehen. So. Das klang auf jeden Fall extrem interessant, weil so wie ich es mitgekriegt habe, würde dann automatisch die GEMA-Vermutung, also gibt ja diese GEMA-Vermutung, so wenn Musik irgendwo gespielt wird, dann darf die GEMA jetzt wirklich dann sagen, so okay, das wurde ist GEMA-Musik, die ihr gespielt habt und ihr müsst uns nachweisen, dass dem nicht so ist und wenn es halt nur eine zweite Verwertungsgesellschaft ist, da, gibt, dann fällt die automatisch flach, weil es Genau. könnte ja auch durchaus auch Creative Commons Musik sein, da könnten die sagen so, hey, ihr könnt doch nicht für unsere Musik hier einfach Geld einziehen. Na, die werden dann natürlich alles machen, dass es nicht geht. Ich hoffe, die machen keine schlimmen Sachen, dass es nicht geht, aber die werden sich nicht das Monopol klauen lassen. Das ist schon klar. Nicht um weiteres. Weil ich weiß nicht, GEMA eigentlich macht nur mit Musik und Texten, ne? Auch Aufführungen, also auch Interpreten können, glaube ich, bei der GEMA sein, wenn ich mich noch richtig Weil erinnere. die Oder war es GEMA bei ist nur ein Q3? Teil von dem Ding, weil die würden natürlich versuchen, wenn es sich handelt um den Urheberrecht von 1966, was gilt zu ändern. Die würden wahrscheinlich versuchen, die ganze Industrie hinter sich, für die ganze Patent, der ganze Patentrecht und so, die Leute zusammenzubringen. Als das krasseste Lobby ever kann das sein. Alles, was um industrielle so Erfindungen, Patent, das ist ein Riesenthema. Ich meine, die Rezept von Coca-Cola ist ein Patent. So, also das fasst so viel mehr Sachen. Und ja, es gibt natürlich, ich kenne die Gesetze nicht so richtig, so wie das formuliert ist, paragraphmäßig und so, aber es gibt natürlich ich sehe das so, dass es muss so ein Oberbegriff Urheberrecht, so ein Gesetz und dann die kleinen Paragraphen, die speziell für Musik, für Texten und so, weil man kann nicht von Patent reden für Musik und so, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Fisch da. Und ich glaube, das Einzige, was wir heutzutage machen können, ist, auf diese Modelle zu verzichten. Und Also ist auf der GEMA-Modell oder? ja, genau. Und davon ausgehen, dass wenn man in der Nische, in der Reggae-Nische, in der Metal-Nische, in der Country-Nische unterwegs ist, es gibt sowieso kaum Einnahmen von Royalties zu machen. Heutzutage, es lohnt sich mehr auf den Auftritt also über Auftritt zu denken. Und das mit Creative Commons macht das möglich, seine Musik also skrupellos zu tauschen oder auf Tauschbörse oder diese ganze Netlabel oder GEMA-freie Musikportale und so abzugeben. Und dadurch wird einfach Werbung gemacht. So, es ist einfach, das wollen die nicht so richtig. Die wollen nicht, dass die Leute das so sehen. Und es gibt auch ganz viele Propaganda, die gemacht wird, ne, mit irgendwelche Reportage oder so, wo man sieht, diese Komponisten oder diese Produzenten, die außerordentliche Mitglieder von der GEMA sind und sagen, nee, aber das ist
Also die es gab mal diese Anonymous-Attacke auf der GEMA. So. Hm. Ups. Und es gab so einen Bericht, so, wo man diese ganze Komponist interviewt sind. Das heißt, ja, also Anonymous, Leute, ihr seid auf der falschen Seite, ihr seid gegen die Kreativität und die es war irgendwie komisch gedreht. So. Ich will nicht sagen, dass er irgendwelche Server hacken und ist gut, aber ich glaube schon, dass die GEMA sind die Piraten. Auf jeden Fall. Das Bild ist mir nicht so richtig Piraten, sondern mehr ein bisschen Sklaverei. Thank you.
Ja, also hier im Podcast gibt es eine kleine Rubrik, die nennt sich Magic Hat. Das Ach, ist deswegen. dieser komische Hut hier. Und in dem Hut gibt es lauter Fragen, jetzt nur noch ein paar, weil nicht mehr so wirklich viele hier noch sind. Ich glaube, die müssen noch die englischen wieder sein. Die so nach dem Grundprinzip funktionieren. Je blöder, desto besser. Und du musst jetzt zwei Fragen aus dem Hut ziehen und dann beantworten. Ich habe keine Ahnung, was die Fragen das jetzt sein werden. Hast du die selber etwa nicht selber geschrieben? Doch schon, aber ich weiß nicht, welche du jetzt ziehen wirst. Habe ich das? Das sind zwei, ja? Müssen. Okay. What was the last record you bought? Was war der letzte Platte? Bill Frisell, ich weiß nicht mehr den Titel, aber wo er die Musik von John Lennon spielt. Bill Frisell? Bill Frisell? Jazz-Gitarrist. Also ich habe zwei eigentlich auf einmal zwei Records, zwei CDs gekauft. Diese Bill Frisell-Platte, die wunderbar ist. Also Bill Frisell ist sowieso meine große Liebe. So. Also es ist so ein Jazz-Gitarrist, der ganz viele Country-Einflüsse hat. Und er hat eine ganze Generation von Jazz-Gitarristen beeinflusst. So. Und er ist sehr, sehr zurücksteckend. Der Typ ist einfach geil. Und der andere ist Easy Star All-Star Thriller. Also Easy Star All-Star ist diese Band, die ganz viele Klassikplatten auf Dub einfach eine Dub-Fassung machen. Die haben dann diese Dub Side of the Moon. Die haben Radio Dread also gemacht. Also das sind Radiohead-Sachen in Dub. Die haben Sergeant Pepper von den Beatles auch auf Dub gemacht. Also, es ist am meisten also ein ganzes Album so. Wir nehmen den ganzen Album einfach verdorben. Fertig. Und der letzte war Thriller. Ich weiß nicht, ob es ein ganzes Album ist oder es ist mehrere Stücken. Ich kenne Michael Jackson nicht so richtig, aber das sind so Michael Jackson-Sachen. Aber es klingt manchmal ziemlich cool, so Billie Jean und so. Eigentlich fett. Das waren die zwei letzte Sachen, die ich gekauft habe. Und da steht, also je blöder, desto besser. Es war nicht so richtig, jetzt gerade habe ich richtig geantwortet. Musste mal. Also, was du darauf antwortest, liegt natürlich bei dir. Also, es kann natürlich abstruse Fragen sein, kann auch ganz normale You have Fragen a sein. chance to jump into a pool for children, fill up with hundred of colorful balls. How does it feel to you? Also, wenn du die Chance hast, in so einen Pool voll Naja. bunter Bälle zu springen. Ich finde es geil. Ich finde es geil. Ich habe es auch immer. Ich wollte das auch immer machen. Hast du nie? Naja, eine kleinere. Ich meine, mein Sohn hatte so einen, aber das ist irgendwie nicht so, so richtig so erwachsene Größe. Ich würde. Aber das muss auch beängstigend sein, wenn es zu tief ist und so, weil herrschen nicht mehr die Newton gesetzt. So. Wie kannst du da rauskommen, wenn du richtig tief bist? Also. Er ist ertrunken an Plastikbällen. Ja, genau. Bin hier unten. Wo? Ja, das sind zwei Fragen. Ich bin nicht so richtig. Sorry, ich war nicht so richtig. Wenn du magst, kannst du noch eine Frage ziehen. Noch ein paar sind noch da. What is your crown made of? Woraus ist deine Krone gemacht? Ich hätte das nicht sehen sollen. Tja, nun musst du durch. Meine Krone. Meine Krone. Ach, ich bin der König der Blöden. Also ich weiß nicht. Wofür bin ich ein König? Ich glaube nicht, dass ich ein König sein kann. Aber wäre ich ein König, meine Krone wird
aus Schokolade sein. Warum Schokolade? Weil ich Schokolade liebe und dann würde ich das sofort fressen und dann hätte ich keine Krone mehr. Dann wärst du kein König mehr. Dann wäre ich kein König mehr. Und das wäre auch richtig, weil ich weiß gar nicht, warum ich ein König sein sollte. Welche Sorte wäre es? Schön schwarz, also mindestens 60%. Also schon richtig das ordentliche Zeugs. Ja, also dieses, ich will nicht Zucker essen, ich will Schokolade essen. Hm. Ja, ich bin ganz schön Schokofreak eigentlich. Geht mir auch so. Manchmal muss ich ein bisschen mich da zurückhalten, weil sonst macht meine Verdauung dann irgendwann mal einen Strich durch die Rechnung und sagt so, nee. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Also diese, wenn mein Sohn Schokolade hat, also irgendwie ich habe gesagt, das ist für Thibaut. Thibaut ist mein Sohn. Ja, diese Schokolade für Thibaut. Am meisten ist es nicht lang. Ich fresse das einfach alles. Und was wünschst du dir zu deinem nächsten Geburtstag? Ich wünsche mir einen Safe, den ich abschließen kann für meine Schokolade. Genau. Ja, und die wissen das alle. Und die bringen mir immer Schokolade. Ich kann nicht widerstehen. Ich hatte heute früh noch einen Schokoriegel bei mir zu Hause gefunden und dachte mir so, den kannst du jetzt nicht essen, du musst was Vernünftiges frühstücken. Dann habe ich es doch tatsächlich geschafft, zu widerstehen. Ja. Aber das bin ich irgendwie... Habe ich heute auch. Ich habe heute habe ich nur einen Apfel, eine Birne und Walnüsse gefrühstückt. Und ganz viel Walnüsse eigentlich. Und das war eigentlich geil. Kein Ballaststoffen oder so. Ich war... Also nicht, dass ich satt war, aber ich hatte keinen Hunger. Es war okay so. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ich habe was Gesundes gegessen und so. Aber dann mit meiner Freundin haben wir um 10 Mittag gegessen. Dann, ja. Ja, weil ich stehe immer um 6 oder so wegen Thibaut, der kommt und zieht unsere Decke weg oder macht Kili-Kili an der Füße oder ja. So nach dem Motto, er ist quasi der Wecker. Du brauchst. Er ist der Bestimmer. Er ist unglaublich. Er macht, was er will. Und ihr machtet auch noch mit. Hat er euch gut erzogen? Naja, aber er ist ziemlich klug, weil. Oder es ist einfach. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber er hat Tricks entwickelt, um uns auf jeden Fall auf zwei Beine zu kriegen. Und zwar, er kommt und sagt, Kaka. Und wir sind dabei, ihm zu irgendwie, wir wollen den trocken kriegen. So, das ist ja irgendwie. Und dann ist 2 Jahre, also es ist die Phase, wo wir irgendwie versuchen, auf dem Klo zu sitzen, so oft wie möglich, dass er das mitkriegt. Und er kommt, der Arsch, um 6 Uhr morgens, ist er beide am Schlafen, so, und dann, Kaka. So, Fragezeichen sozusagen. Wird das funktionieren? Und kannst du nicht machen. Weil du bist dabei, den zu erziehen. Du musst es einfach machen. Und dann hat er dich wach gekriegt. Und dann stehst du auf 2 Beinen und dann sagt er, spielen noch? Oder sagst du, er will seine DVD da gucken? Oder? Chaos guckt er die ganze Zeit. Das geht gar nicht. Das heißt also, egal was du machst, eigentlich bestimmt er. Ja. Entweder bestimmt er, wie er erzogen wird, oder er bestimmt. Ja. Das ist grauenhaft. Das ist grauenhaft. Magst du noch ein Ständchen spielen? Das muss aber GEMA-frei sein. Thank you.
nicht, ob es frei ist, aber es ist allgemeiner gut so. Okay, schon ein bisschen älter. Aber in 7. Damit kommen wir noch zum ganz, ganz letzten Punkt. Mhm. Noch ein paar letzte Worte an die Welt. Relax, denk nach. Statement. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Interview. Dankeschön.